So, recht herzlich willkommen zu einer neuen Tour hier bei Berghuhn. Ich stehe hier mitten in Cuneo auf dem zentralen Platz und jetzt geht's endlich los. Ist schon wieder eine Stunde später als gedacht, aber so geht's immer. Der erste Tag. Heute Nacht hat es geschüttet. Ich war froh, dass ich eine feste Unterkunft hatte und jetzt geht's weiter und zwar da hinten sieht man schon Richtung Berge. Ich werde auf die ligurische Grenzkammstraße rauffahren und dann geht's weiter Richtung Westen. Ich folge so im groben Verlauf dem Alta Via da in Monte Liguri. Bin gespannt, was mich erwartet. Eine Woche bin ich jetzt unterwegs. Heute geht's los. Ab Mittag soll es gewittern, nachmittags ein bisschen regnen. Wir werden mal sehen, wie es läuft. Bin gespannt auf die Tour. Viel Spaß beim Zuschauen. Ist wirklich traumhaft schön. Ich bin komplett allein unterwegs. Hier sieht man den Weg, den ich hochgeschoben habe. Es wäre theoretisch möglich zu fahren, aber es ist doch ziemlich holprig und auf Dauer ganz schön steil, sodass ich lieber geschoben habe. Jetzt muss ich mal nach oben schwenken. Ungefähr da in den Wolken ist der Passo del Duca. Da gibt es wohl ein paar Meter so, naja, mehr oder weniger einen Steig. Und dann kommt noch mal ein Tal und der eigentliche Pass, den ich heute überqueren will, ist der Colle del Piana bei 2200 und noch ein bisschen was. Da kommt noch mal so ein Tal, also ist wirklich eine Traumstrecke. Aber konditionell ganz schön fordernd und ich hoffe wirklich, dass das Wetter durchhält. Es hat ganz schön gedonnert zwischendurch und durchgezogen hat es auch so mit den Wolken, aber ich habe Glück gehabt. Bisher war es trocken. So, man sieht es zwar nicht, aber vielleicht hört man es. Es fängt an zu donnern. Ich schaue, dass ich mir jetzt gleich umziehe, die Regenkleidung anziehe. Regenjacke habe ich schon an, aber die Kamera packe ich jetzt auch weg, sonst sieht man eh nichts mehr. Und ich hoffe, dass es nicht zu sehr gewittert, dass es zumindest das Gewitter vorbeizieht. Und ja, nur Regen, aber kein Blitz, weil hier oben ist nicht wirklich Schutz. Aber jetzt schaue ich, dass sie weiterkommen. Hab's geschafft, ich bin am Passo del Duca. Ich hoffe, man hört es jetzt mit dem Wind, aber es regnet immer noch, deswegen jetzt leider ohne Mikrofon. Die Sicht ist alles andere als toll. Es donnert immer wieder, vorher hat es gerade heftig geblitzt. Eine wilde Landschaft. Und da geht's jetzt weiter. Da geht's weiter. Links wieder hoch. Ich hätte ja mit einigen gerechnet, aber nicht
dass mir säugende Kühe aufhalten, neugierige Esel. Es dauert also ein bisschen länger hier. Aber zum Glück regnet es nicht mehr. Hier, was denn? Ja, ich hab dich schon gekrault. Ich hab's geschafft. Da vorne ist der Grenzstein. Ich bin jetzt in Frankreich. Und jetzt sieht man hier unten schon was. So ein bisschen im Dunst eher. Das ist die Straße, die Via del Sale. Die geht jetzt links rüber. Und man sieht hier hinten was. Ist nochmal ein Pass, da muss ich rüber. 200 Höhenmeter. Und dann geht's runter zum Rifugio Don Barbera. Schon ja, 20 vor 8. Muss ich mich beeilen, dass ich es noch schaffe. In der Helligkeit. Der zweite Morgen. Ich habe es gestern wirklich noch geschafft. Da bin ich hingekommen zum Rifugio Don Barbera. Nach Sonnenuntergang war ich dort. Auch das Frühstück war schön. Also eine gute Nacht gehabt. Es war saukalt, so irgendwas zwischen 5 und 6 Grad. So im Spätsommer ist es dann doch ganz schön frisch. Aber was für ein Panorama. Jetzt bin ich auf der Via del Sale. Zum Glück noch allein unterwegs. Das ist das Rifugio Pian de Lama, Tag Nummer 3 und ich fahre jetzt weiter und zum ersten Mal so richtig mit Sonnenschein, auch wenn im Tal noch Wolken sind, heute wird es wohl richtig heiß werden.
Die Strecke ist echt ein Traum. Diese riesen Hirtenhunde allerdings weniger. Ich muss nämlich genau an dem da oben vorbei. Bloß keine Eile, wir können hier stundenlang stehen und warten. So, Tag Nummer, jetzt muss ich überlegen, 4. War eine irre Tour, vor allen Dingen gestern, wahnsinnig viel zum Schieben um den Monte Galero herum. Dafür war die Übernachtung vorher im Refugio Pian de Lama super. Total nett, junges Paar, die mich da bewirtet haben. Ich war, glaube ich, der einzige Gast. Tagesgäste waren alle weg. Also es war unheimlich ruhig, wunderschön. Heute Nacht habe ich leider kein Refugio mehr erreicht, da war ich zu spät dran. Aber dafür einen tollen Zeltplatz. Und jetzt bin ich in der Nähe von Finale Ligure. Man sieht leider nichts davon, weil einfach hier alles dunkel ist, beziehungsweise alles voller Wald. Aber es sind eigentlich in der Richtung, durch den Wald durch, wären es bloß Luftlinie, 15 Kilometer oder so. Also super nah. Und man merkt es, es sind wahnsinnig viele Mountainbiker unterwegs. Ah, der Altavia hat es ganz schön in sich.
Man sieht es wirklich nicht gut auf der Kamera, aber es geht hier sausteil runter. Bis hier konnte ich es noch fahren. Und jetzt wird es wirklich zu einer ausgewaschenen Piste. Das sieht wahrscheinlich wieder flach aus auf der Kamera, aber es ist echt sausteil. Da bin ich froh, wenn ich es runterschieben kann. Aber immerhin, heute ist das meiste gut fahrbar. Nicht so wie gestern, da musste das Fahrrad, ich glaube, 10 Kilometer insgesamt nur schieben, bergauf oder bergab. Heute ist wirklich fast alles fahrbar bisher. Tja, der offizielle Zeltplatz hatte geschlossen. Eigentlich wollte ich ja beim Refugio übernachten, aber das hatte geschlossen. Aber ich denke, hier passt es auch für die Nacht. Guten Morgen. Die Nacht war etwas aufregender als gedacht. Ich wurde von einem Wildschwein geweckt. Also der Platz an sich war ja super. Aber das braucht kein Mensch so vor Sonnenaufgang im Dunkeln. Auf einmal grunzt es so richtig tief. Und da hatte ich meine liebe Not, dieses Viech wieder zu vertreiben. Jetzt habe ich überlegt, so der Platz ist ja super, endlich alles zusammengepackt. Ich könnte ja noch frühstücken, kommt nochmal so ein Grund, also das Viech kam zurück. Egal, ich fahre jetzt weiter und suche mir ein anderes Plätzchen, hoffentlich ohne Wildschweine, wo ich ein bisschen Ruhe habe. Das Wetter scheint sich eh zu ändern. Man sieht schon, man sieht nicht wirklich viel. Ich bin auf so einem Höhenrücken hier in der Nähe von Savona, aber man sieht dichter Nebel. Aber es ist warm, also immerhin. Dschungel hier. Cooler Weg. Meine Tour ist jetzt fast vorbei. Ich bin hier in Varazze, an der ligurischen Küste. War eine super Tour auf dem Alta Via dei Monti Liguri. Ich bin fast komplett gefahren, also zumindest in dem Teil, wo ich unterwegs war. Ich bin in Cuneo gestartet und jetzt hier in Varazze am Meer. 5 tolle Tage. Jetzt fahre ich weiter, ein paar Kilometer noch hier entlang der Küste und dann geht es in den Zug. Die Tour hätte noch ein bisschen länger durch die Berge gehen sollen, aber das Wetter hat umgeschlagen. Hier zwar nicht an der Küste, aber in den Bergen schon. Heute Morgen bin ich im Regen gestartet und es wäre auch die nächsten Tage so geblieben. Das war's. Ich hoffe, die Tour hat euch Spaß gemacht. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei uns bei Berghund. Bis dann. Servus.